Ein abartiges Hallo Leute zur Fortsetzung unseres spannenden Eigenbauprojektes. Neben unserem Bausatzrestdach und dieser Lüftungseinrichtung hier können wir natürlich nicht immer auf Bausatzreste zurückgreifen. Unser großes Rundbogenfenster fertigen wir selbst einmal wieder aus Putzgewebe und Tonkarton. Zwischenzeitlich wurde auch noch das Stückchen Gleis in die Toreinfahrt gelegt und die Drehscheibe indes wieder herausgenommen. Zunächst gab es Versuche, sie mit Styrodur aufzufüttern, ich habe mich aber letztlich dann doch für Karton entschieden. Das Styrodur ist einfach ein bisschen zu sensibel und vor allem druckempfindlich für diesen Zweck. Auf einem Fotodiorama, wo man auch immer wieder Fahrzeuge eingleisen muss und Beschädigungsgefahr besteht, wahrscheinlich nicht sonderlich geeignet. Da müssen wir nun leider in den sauren Apfel beißen und mit dem verwendeten Passepartout-Karton ein wenig puzzeln, zunächst mal unterlegen, dann in einer zweiten Lage die Rundungen entsprechend ausschneiden und natürlich auch die Kanten mit Sekundenkleber festigen, damit dann letztlich nichts ausfranst. Aber gut, es geht am Ende sowieso nur um die Oberflächenbeschichtung. Man wird den Unterschied wahrscheinlich nicht mehr sehen, wenn ich erstmal fertig bin. Nach diesem Schritt können wir dann endlich mal unsere große Halle, nachdem Platz geschaffen wurde, fest einbauen. Auch wo die Schmalseite zu stehen kommt, streichen wir noch mit Klebstoff ein. Die Halle selbst wurde ja bereits flächig eingestrichen. Hier wird sie nun von oben hineingesetzt. Das ist ja eine Spalte. Ja, und dann vorsichtig angedrückt. Auf Styrodur darfst du natürlich nur mit sehr viel Gefühl drücken, sonst hast du eine Dalle drin. Jo, schaut doch ganz gut aus. Das Ding gehört nicht hierhin, egal. Bauen wir lieber noch das letzte Fassadensegment ein. Eingestrichen wurde es, ja, und dann genauso wie die beiden anderen eingeklebt. Dabei solltest du allerdings immer die Arbeitsschritte im Kopf haben, die noch folgen und nicht unbedingt zu viel bereits ankleben. Ja, jetzt bauen wir mal alles provisorisch auf, nur um uns das vorzustellen, wie es dann fertig aussehen könnte. Was man im Einzelnen bereits anklebt, muss jeder für sich abwägen, denn auf dem Tisch bearbeitet es sich einfach bequemer. Unsere große Halle färben wir aber vor Ort ein. Eine spontane Idee für den Winkel zwischen Logistikhalle und großer Halle ist diese Bude hier gewesen, gedachtermaßen ein Büro mit Tonkartontür samt Stecknadel, Türknauf sowie Auhakenfenstern. Das Dach entstand aus Bastelwellpappe und wie ihr seht, ist die Gebäudeecke abgeschrägt. Und dies freilich nicht ohne Grund. Gedachtermaßen sitzen hier nicht nur die Bedienelemente für die Drehscheibe, die Abschrägung ist auch nötig, damit lange Fahrzeuge gedreht werden können. So passt auch eine V60 darauf. Dieser Plastiktank fand sich in der Bastelkiste. Ja, und was hier so höllisch kompliziert aussieht, diese Rohrleitungen, die sind ganz einfach gemacht im Grunde, nämlich aus Kasanettmatten. Einfach so ein bisschen zerstückelt, ein bisschen gebogen und schon sieht das so aus. Ist absolut kein Hexenwerk, sondern eine tolle kreative Sache. Man kann es so richtig schön übertreiben, am Ende dann noch verfeinert mit etlichen Kabelisolierungen, Leimhäuten und wie man unschwer erkennen kann, auch noch mit einem Trinkhalm ganz oben. Ja, der soll dann in unseren Styrodurturm übergehen. Das Loch habe ich gleich mal gemacht und am Ende wird freilich alles steigen oder fallen mit der Patinierung. Doch vor dieser kommt im professionellen Modellbau die Strukturierung. Man soll ja die Materialien nicht mehr als das erkennen, was sie wirklich sind. Hier geht's jetzt an das Verputzen von Karton. Ich nutze hierzu eine Mischung aus Dispersionsspachtelmasse und Dispersionskleber mit Wasser verdünnt. Man kann entweder relativ trocken arbeiten, das wird dann ziemlich rau. Oder man traut sich was und beginnt gleich mit mehr Wasser. Hier schließen sich auch noch gewisse Spalte.
Im Übrigen hält dieses Material auch auf diesen Kunststofffensterrahmen, genauso wie auf dem Styrodur. Das ist ja praktisch auch nichts anderes als geschäumtes Polystyrol. Kaum eine andere Spachtelmasse, es sei denn vorsichtig angewandter Nitrospachtel, hält auf Kunststoff. Und viel mehr als das, sie fungiert auch noch als optimale Grundierung für die spätere Einfärbung. Im Streiflicht offenbart sich die entstehende Oberflächenstruktur am besten. Deswegen kann ich euch empfehlen, immer so zu arbeiten. Für heute war's das. Die nächste Folge erscheint schon in sehr kurzer Zeit. Freut euch darauf und ich freue mich wie immer über euren Support in Form eines freiwilligen Motivationssignals. Vielen herzlichen Dank auch fürs Zusehen. Macht's gut wie immer von Herzen. Euer Kunstmichi. Ciao!